Wir waren heute Mittag in einem Skulpturenpark unterwegs, hier auf Zypern. Und ich war erstaunt, wie viele wahre Kunstwerke da stehen. Einfach so mitten in der Landschaft, frei zugänglich. Und da ist mir wieder so bewusst geworden, und deshalb teile ich das jetzt hier mit dir, was so der Unterschied ausmacht zwischen jemandem, der mit seiner künstlerischen Ader wirklich gutes Geld verdient, also sich sein Leben auch gestaltet nach dem eigenen Standard mit der Geldenergie, die es dazu eben braucht. Und wo es auf der anderen Seite, wie man das so schön sagt, brotlose Künstler gibt. Ja. Das hat ganz, ganz viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Und das teile ich mit dir, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass auch du einzigartiges Potenzial in dir trägst, dass du einzigartige Gaben und Stärken hast. Und jetzt spreche ich nicht von einer künstlerischen Ader unbedingt, vielleicht gehörst du ja zu denjenigen, die Bildhauerei lieben als Hobby, die zeichnen, malen als Hobby oder was auch immer, egal. Und du erzählst dir bis eben die Geschichte. Das ist eine brotlose Kunst, damit kann ich kein Geld verdienen. Da draußen gibt es ja schon so viele oder was auch immer. Worauf ich hinaus will, jeder von uns ist mal hierher gekommen mit einem ganz einzigartigen Plan der Seele. Jeder von uns, also auch du, trägst ein einzigartiges Potenzial in dir. Es gibt dich auf diesem Planeten nur ein einziges Mal und es gab dich auch in früheren Leben nur ein einziges Mal, in welcher Zeitepoche, in welchem Körper, auf welche Art und Weise auch immer. Und du hast ja auch vermutlich in diesem Leben hier schon einiges angeeignet, an Wissen, an Fortbildungen gemacht, Ausbildungen gemacht. Bist sehr vielseitig interessiert. Bist dir deines eigenen Wertes nur bis eben nicht so bewusst, dass du die Bühne deines Lebens betrittst und sagst, hey, hier bin ich. Und hier ist mein Beitrag für diese Welt und dir damit erlaubst, eben mit deiner Einzigartigkeit, mit dem, was dich ausmacht, dir deinen eigenen Wert so beizumessen, dass du damit auch dir dein Leben gestalten kannst, mit all dem, was dazugehört. Und wir leben ja nun mal in einer materialistischen Welt und wie schön ist es, wenn ich zum Bäcker gehen kann oder einen Flug buchen möchte, dass ich einfach frage, was kostet der Flug, was kostet das Brötchen und Geld dagegen eintauschen kann. Wir haben halt nur, das ist ein anderes Thema auch zu, gerade zum lieben Thema Geld, so interessante Ansichten, einschließlich mir selbst. Das war eines meiner größten Themen, die ich mal ändern durfte in meinem Leben. Es gab eine Zeit, wo ich gesagt habe, ich habe schon so vieles geändert in meinem Leben und hinbekommen, ob ich das mit dem Geld auch noch hinbekomme. Gab es eine Weile, habe ich dran gezweifelt. Aber es geht, deshalb sitze ich hier als gutes Beispiel auch vor dir. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Das, was du in anderen siehst, sei es im künstlerischen Bereich oder in anderen siehst, an Talenten, an Fähigkeiten, wo du dir bis eben noch die Geschichte erzählst, ich kann damit kein Geld verdienen, da gibt es da draußen schon zu viele und. Dass du dich davon löst und dir deines eigenen Wertes mal wirklich bewusst wirst und bewusst bist. Weil so, wie du das, was du dir bis eben angeeignet hast, auch schon an Wissen, an Fähigkeiten, gepaart mit dem, was du mit hierher gebracht hast, gepaart mit deinen einzigartigen Interessen, bist du einzigartig. Und sobald du dich davon löst, dir die Geschichte zu erzählen, damit kann ich kein Geld verdienen, wird sich ganz, ganz vieles verändern. Was natürlich auch noch mit reinspielt und was es erleichtert, ist, wenn du dir ganz klar darüber wirst, was wirklich der Essenz deiner Seele entspricht. Gerade bei Menschen, die sehr vielseitig interessiert sind, und das war auch mal eines meiner Handicap, dass ich andere da draußen beobachtet habe und gedacht habe, die haben so das eine Ding, damit starten die durch. Und ich mich gefragt habe, was ist denn das, was mich in meiner Essenz ausmacht? So war ich die erste Zeit natürlich auch mit so einem Bauchladen, überzogen gesagt, unterwegs, was natürlich auch nicht so gut funktioniert hatte. Aber sobald ich mir meiner Essenz klar geworden bin,
was mich im Kern ausmacht, was wirklich dem Plan meiner Seele entspricht und die Anleitung bekommen habe, wie ich daraus auch dem Ruf meiner Seele folgen kann, hat alles wirklich verändert. Und das ist auch für dich möglich. Das ist definitiv auch für dich möglich. Also, Einladung, werde dir deines eigenen Wertes bewusst, deiner Einzigartigkeit und erlaub dir wirklich mal zu sehen und zu erkennen, wie viele besondere Gaben und Stärken du in dir trägst, was alles in dir verborgen ist, was in dir schlummert, was eigentlich ans Licht möchte. Und folge dem. Folge dem und lass einfach großartige Dinge auch in deinem Leben entstehen. Folge auch dem Ruf deiner Seele und die Träume, die du in dir hast, die hast du ja in dir, weil sie aus dir kommen. Du siehst auch in anderen da draußen, sei es jetzt in mir oder auch in anderen, die du beobachtest, nur die Dinge, die in dir auf Resonanz stoßen. Das heißt, es ist in dir verborgen, es ist nur bis eben nicht gelebtes Potenzial. Deshalb darfst du dem auch folgen. Ja, und wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, schau gerne mal in der Nähe von dem Video, da gibt es einen Link zu einer Webseite, da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Begleitung. Schau es dir an, folge deinem Impuls und ja, komm gerne in die Akademie, in eines der begleitenden Programme, was gerade online ist, was gerade möglich ist. Oder schreib mir auch gerne eine Nachricht, wenn du noch Fragen dazu hast, dann können wir auch gerne im Detail drüber sprechen, dass ich dir auch eine Empfehlung geben kann. Und dann let's go in die andere Richtung deines Herzens, des freien Lebens, wo du ja schon seit einer Weile von träumst. Lass es zu deiner Lebenswirklichkeit werden. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße.